Eine schöne neue Folge Planetary Annihilation mit zwei, sagen wir mal, Anfängern. Björn und Kev sind hier bei mir. Hallo. Und sagt Hallo, genau. Servus, servus. Und ihr habt gleich schon mal Glück gehabt, weil meine Startposition ist so denkbar scheiße, dass es einfach nur lächerlich ist. Ich habe null Metallspots in der Umgebung und muss mich jetzt hier erstmal irgendwie. Haben die Docks immer noch Anti-Air oder? Ja, ich glaube schon. Aber das war mal anders, oder? Ja, zwischendurch. Ich habe es jetzt auch seit ungefähr 1,5 Wochen nicht mehr gespielt. Man weiß ja nie, was die wieder verändert haben. Ey, ich habe hier einen Metallspot. Was Na, geht? immerhin. Das ist mehr als ich. Wow. Das ist ja wohl schon gut. So. Also, ich hatte ja die Auswahl, einen Spot, wo nur Metall ist. Dann dachte ich mir aber, da könnte wahrscheinlich der Feind sitzen. Lass mal das mal lieber. Naja, gut, er bietet dir ja immer andere Startspots an als mir, also als uns. Er gibt ja für jeden extra welche. Ah, ich dachte, das sind Nee, komplette Spots. das sind nicht immer dieselben. Also das ist tatsächlich, brauchte ich auch ein bisschen, um das irgendwann mal zu checken, aber die sind schon versetzt. Das ist wie Spawnpunkte bei einer, keine Ahnung, bei Call of Duty auf einer Ja, Map, klar. dass du Oh nicht Gott. nebeneinander spawnst. Ah, okay, verstehe, verstehe. Genau. Call of Mutti. Ja. Björn, hast du ein Problem mit Call of Mutti? Möchtest du etwas sagen? Möchtest du dich aussprechen? Also ich Ich fange mal habe so an. mir World at War gekauft. Ich muss sagen, es war ganz nett, das eine Weile zu spielen, aber so die ganzen neuen, Hast was du hieß Modern das? Warfare 1 gespielt? Was Ja. ja, okay. Und Das dich war, glaube ich, mit überzeugt? das Beste, Ja, war es aber auch. Es war auch das letzte Mal, ja. dass es wirklich uneingeschränkt empfehlbar war, finde ich. Und danach Ja, weil für der ganze Fans. Rest ist einfach so repetitiv Ja. und Ich habe gerade Ghosts gespielt, das war das von also 2013, soweit ich mich erinnere, und habe ich irgendwann mal auf der Ramsch-Pyramide gekauft, sozusagen, so ein bisschen. Und ja, digitale Ramsch-Pyramide, aber gut. Und es hat mir irgendwie so 5,5 Stunden so ein bisschen Spaß gemacht, aber irgendwie musste ich mich fast schon zwingen, das wieder anzumachen am nächsten Tag, um weiterzuspielen, weil das jetzt nicht so mich mitgerissen hat. Es war mehr so, ich möchte schon durchspielen, aber. Ne? Aber dafür muss ich mich schon ein bisschen überreden jeden Tag. Und das ist doch traurig eigentlich für ein Spiel. Man möchte doch sowas eigentlich nicht haben. Nee, ich finde so voll krass, wie die ganzen Leute immer rumheulen mit, oh, auf Steam ist das und das Spiel für 20 Euro. Das sehe ich nicht ein zu kaufen. Aber dann kaufen sie sich irgendwelche Spiele für 60 Euro, die Ja. einfach Beta sind und total scheiße. Ja, also wenn wir von Beta reden, dann müssen wir über Battlefield reden, ne? Beta-Field. Hey. Naja, also Also. ich meine, es ist nicht immer fertig, sagen wir es mal so. Ja, aber, also ich sag mal so, ich war früher wirklich begeisterter Call of Duty-Spieler. Ich gebe es offen zu, Ja, ich bin's fand ich immer früher noch Hammer. eigentlich. Multiplayer ganz gerne mal, aber Aber sonst. ich finde einfach bei Battlefield, es kommt ein bisschen mehr ans echte Leben ran. Also, So ist was echter heißt, Krieg. nein, was heißt echtes Leben? Es ist halt ein bisschen realer, finde ich. Ja, ne, es fühlt sich halt taktischer an und Ja. Und das das ist ist ja das, was mir so schon gefällt. ein bisschen anspruchsvoller, was das angeht. Es kommt nicht so sehr auf Reaktionen an, auch natürlich ist es nun mal ein Shooter, aber eben auch auf die Strategie und die Taktik. Das ist natürlich langzeitmotivierender, also auch für mich. Und sie Ja, haben ja klar. mittlerweile ansonsten exakt das gleiche wie Call of Duty, was so Levelaufstiege und alles angeht. Das nimmt sich ja überhaupt nichts mehr. Das ist ja. So, also ganz ehrlich hier, Kev, so nah an meine Basis kommst du mir hier nicht mit Metallspots. Das glaubst auch nur du. Das werde ich dann mal unterbinden bei Gelegenheit. Finde ich nämlich gar nicht so gut. So, tschüss. Enemy Commander, aha, okay, aha. Ich habe aber den Björn noch nicht gefunden. Ich sag dir auch nicht, wo ich bin, aber. Ach Mann, oh, wieso nicht? Oh. Aber ich hab auch noch niemanden gefunden. Das ist schlecht, aber ich sehe deine Flugzeuge rumfliegen die ganze Zeit. Ja, ich sehe meine Flugzeuge auch rumfliegen, aber ich sehe dich nicht. Das ist natürlich ein Problem. Also ich bin. Ah, da ist ein Ich glaube, Commander. ich bin südlich, aber. Du glaubst, du bist südlich. Das Ich glaube es das ja. solltest du wissen und du solltest es mir nicht sagen. Das wäre noch so die Idee. Gut, irgendwie. Ich habe übrigens noch keinen einzigen Metallspot. Ich wollte es nur gesagt haben. Also. Ich hab zwei. Es ist momentan. Diese Flugzeuge nerven ein bisschen, das gebe ich zu. Sind das meine oder? Ja, schon auch. Ja? Ja, ein bisschen Weil, nervt. Schon ah, auch, bist du ja. schwarz? Ja, du bist schwarz. Oh, ich sehe deinen Commander. Nice. Okay, dann weiß ich, wo du bist.
Nee, ich muss sagen, so vor 15 Jahren, 10 Jahren war Total Annihilation schon krass, aber Ja, das ist sicher. jetzt sehr anders, ey. Ja, ne, es ist sehr vieles ist anders und sehr vieles ist aber auch sehr, sehr gleich. Also man merkt, dass nach längerem Spielen merkt man sehr viel Übereinstimmung. Und das fühlt sich ganz angenehm an dann. Man kommt auch, finde ich, relativ schnell rein. Also so ein paar Partien und dann ist das gute alte TA-Gefühl wieder da, so ein bisschen. Zumindest bei Okay, mir ist war ja es damals gut. so. Ich habe mich früher halt immer übelst eingebunkert. Ich habe halt, wie heißen sie? Cyprins gespielt. Ohne Ende. Und die Luftabwehrtürme von den Cyprins waren halt übelst Bei krass. Supreme Commander dann, ja. Ja. So. Jetzt habe ich dann auch mal meinen ersten Metallspot. Ihr müsst ganz stolz auf mich sein. Das ist toll. Nicht mehr minus 40 Metall. So. Ah, Mann, ihr macht es mir aber auch schwer hier heute. Ja, dafür, dass ihr euch hier als Total-Noobs, als Kack-Noobs angekündigt habt, ist es Ja, erstmal hab ich ärgerlich ja auch. gewesen. Ich meine, ey, ich meine, ich guck deine Videos ja andauernd, aber das macht's ja nicht besser. Ja, interessanterweise lernt man da, glaube ich, doch ein bisschen was durch die vielen Fehler, die ich mache. Aber es ist besser, als wenn man noch nie was davon gehört hat. Und naja, gut, du bist ja fast schon Veteran mit den alten Spielen. Ich meine, die sind natürlich anders, aber es sind ja viele, viele ähnliche Sachen. Viele ähnliche Systeme auch einfach. Gerade das Ressourcensystem ist natürlich nicht so komplett anders. Ich versuche dich gerade zu finden auf dem Scheißplaneten. Und ich. Ah, wo. Hier war doch irgendwo mal schwarz. Ah. Also meine Gebäude Irgendwo, hier bleiben war das eigentlich doch mal. angezeigt. Ja, aber ich finde es ja einfach nicht. Ich bin zu. Das ist zu spät. Ich bin zu dämlich. Ich finde es schon gerade. Ist doch alles gar kein Problem. Ja, ich Also habe heute auch ich. schon irgendwie 12 Stunden gearbeitet plus Uni und so. Also ich bin jetzt eigentlich auch durch mit dem Kopf, aber trotzdem Ja, versuche ich hier was nochmal studierst du eigentlich? Geowissenschaften, also Oh Geologie. Gott. Aber Was nicht auch immer. hier, aber nicht irgendwie Geopsychologie oder so, ja? Geopsychologie? Wie soll das gehen? Soll ich den Vulkan psychologisch analysieren oder was? Ey, es gibt alles zu studieren, Mann. Nee, ich bin schon ein richtiger Geologe, so mit Hammer und allem, Okay, ne? aber es ist, nee, das ist nicht dein Bomber. Ich hab Geh weg. momentan Geh wenig weg, der Bomber Pinkel. tatsächlich. Gar keine, um genau zu sein. Was macht Pink denn hier schon wieder mit Bombern? Naja, es Das ist ja fraglich, dreist. fraglich. Fraglich, fraglich. Dreist ist das. So, dann müssen wir hier mal noch ein bisschen was bauen. Ich habe viel zu wenig Bauzeug. Viel zu wenig alles. Ist bei mir immer das Problem. Kenne ich. Ja. Ich habe auch zu wenig von allem. Leider Gottes. Na gut. Das ist doch schon mal ganz gut, wie ich hier aufgestellt bin. Bauen wir doch das noch. So, jetzt langsam, langsam wird's, habe ich das Gefühl, bei mir so ein bisschen mit der Basis. Hat ein bisschen gedauert, 10 Minuten, aber. Gut. So. Gibt's hier irgendwo einen Gasplaneten? Nee, ne? Nee, Nee, nee. So einfach machen wir es euch hier nicht. nee. Könnt hier nicht fliegen. Aber es gibt einen Minimond, der mit nur einem Triebwerk zu einer tödlichen Waffe wird. Also den nicht außer Acht lassen. Ja. Meinst du den Mini-Dux? Mini-Dukes. Ah, alles klar. Nee. Das lässt du jetzt erstmal, oder was? Naja, ich bin hier Überfordert. schwer beschäftigt mit überhaupt was zu leisten. Ich habe hier gerade irgendwas Schwarzes gesehen und ich renne hinterher, Irgendwas aber. Schwarzes. Das könnte ich Ja. sein. Ich bin mir aber Ja, nicht sicher. könnte. Gibt ja noch eine Menge anderer schwarzer Mitspieler hier auf dem Planeten. Nord. So. Das ist hier blöde. Da möchte ich ganz gerne mal ein Radar bauen. Ja. Oh, Das ist Radar, ja, das ist eine gute Idee, danke. Ich droppe immer mal so ein paar Infos, dass ihr da mitgehen könnt. Hier ist alles, egal was ich bauen will, es ist rot. Das hat zum Kotzen. Der hat sich ganz schön breit gemacht. Das werde ich auch gleich ein bisschen ändern. Hey, hey, hey.
Das nervt mich sonst zu sehr. Aber Weil sind wir alle drei auf demselben Planeten? Kann das wir sein? sind Ja. alle drei auf demselben Planeten. Hallo? Okay. Kommt der jetzt hier mit Artillerie an oder was? Ich fasse es ja nicht. Boah, da hat er aber schon mächtig gewaltig Verteidigung gebaut hier. Uiuiui. Ach, da ist deine Base. Aha. I'm all about that base. Genau. Ja. Was mache ich denn jetzt mit dir? Oh shit. War ich da gerade deine Metal Spots platt? Oder? Ja. Ja? Ja, Oh, machst du tut super. mir sehr leid. Nee, es ist alles schön. Finde ich gut. Gibt's eigentlich noch Formationen und so oder gibt's das nicht mehr? Nicht, also brauchst du nicht. Du schickst normalerweise einfach alles aufeinander und dann knollt Okay. sich das da irgendwie so ein bisschen. Ja, jetzt habe ich keine Metal Spots mehr. Na gut, ist das so. Es tut mir sehr leid. Es tut dir überhaupt nicht leid, lüg nicht. Das sind diese Lügen, die kannten wir schon in den 80ern und 90ern beim Spielen. Und die haben sich nicht geändert bis heute. Oh Gott, so Ich viele greif dich Docks. nicht an. Oh Gott. So. Nee. Oh, Scheiße. Mein Lieber, so nicht. Ja, man konnte es ja versuchen, ne? Ja. War möglich, war zum Scheitern verurteilt. So. Egal, ich habe Schaden gemacht. Bisschen, ja, Metall und so, ne, so. Ist ja auch was. Was ist denn das da? Ah, Orbit. Commander, wo? Da. Enemy Commander detected? Wo ist der denn? Das kann nicht ich sein. Fliegen wir mal wieder über die Basis und schauen mal, was hier los ist. Aha. Du, ich habe mittlerweile schon eine dritte Basis. Eine dritte. Was? Ey, wir sollten uns gegen ihn verbünden. Meine Das kann Zweitbasis hast nicht du ja sein. kaputt gemacht, Björn. Dankeschön. Oh, Das höre ich jetzt auch mal mit ein. tut mir sehr leid. Das ist unfassbar hier. Enemy Commander detected, Und alles sich klar. dann verbünden wollen. Tut mir sehr, sehr leid. Tschüss. Sprich mit der Hand, das Gesicht hört dir nicht zu. So. Jetzt machen wir hier mal ein bisschen was wenigstens vom Das ist, glaube ich, jetzt nicht so. Irgendwie kommt da die Artillerie schon und schon bist du irgendwie sehr dezimiert. Naja, da kommen ja noch mehr. Ach so ist das. So, dann haben wir das nämlich jetzt schon mal kaputt gekriegt hier, kaputt gespielt. Das ist doch auch schon mal schön. Ey, wieso holt er meinen Commander nicht ab? So. Wo ist der denn jetzt hin? Ach, Hallöchen. Bin echt gespannt, wie das ausgeht. Wir stellen uns alle so doof an, dass es total offen ist, das Spiel. Also, Also. ich habe eigentlich gerade gedacht, ich habe meinen Commander irgendwo anders hingeschickt, aber anscheinend habe ich das nicht. Ich raff's Das nicht, ey. kann mal passieren, ja. Echt große Metallprobleme. Das ist blöd auf dem Planeten. Blöd gelaufen. Okay, das Ding hat den Commander. Wie schicke ich das jetzt zu einem anderen Planeten? Du gehst zu dem anderen Planeten und zoomst da sozusagen ganz Unload? normal wieder ran und dann Rechtsklick. Okay. Also so, als würdest du eine Einheit einfach auf deinem selben Planeten verschieben. Nicht Okay. nur halt Du nur musst eine aber Einheit. aufpassen, es könnte sein, dass der Mitspieler auf dem anderen Planeten mittlerweile schon orbitale Abschussvorrichtungen gebaut hat. Ach, sowas ist Ja, doch Blödsinn. das könnte sein, aber das ist sehr unwahrscheinlich, Das glaube ich ehrlich ja. gesagt auch nicht. Also das kann überhaupt nicht Okay. sein. Und wenn, kann ich ja noch mal wegfliegen. Genau. Es Ja, sei denn, du nicht. bist dann schon tot. Genau. Das könnte natürlich auch der Fall sein. Was möglich ist, ja. Also wie gesagt, ich war glaube ich der Einzige, der nicht gelogen hat, wenn er meinte,
Nee, also jetzt totaler mal wirklich, Noob jetzt bei mal dem wirklich. Spiel. Ich habe keine Ahnung, wie ich die Strategie hier aufbaue, weil es gibt ja irgendwie so eine Strategie, das baut man als erstes. Ich Ja, baue einfach gut, frei nach Schnauze. das mache ich auch jedes Mal, weil ganz ehrlich, da hat mir Uber aber auch ein bisschen in die Suppe gespuckt in den letzten 1,5 Jahren, weil die ja echt gefühlt alle 4 Wochen komplett dieses Balancing über Bord werfen Ja. und ich nicht, ehrlich gesagt, arbeitslos genug bin, um mich da immer jedes Mal neu reinzuarbeiten. Deswegen baue ich praktisch. Du solltest arbeitslos werden. Es wäre so viel besser. Ich wäre so gern Ja. arbeitslos und Fulltime irgendwie Let's Player oder so. Aber das kann ich mir momentan nicht so richtig erlauben. Wieso nicht? Weil mich keine Sau kennt. Und also wenn ich jetzt 100.000 Abonnenten hätte, dann könnte ich mir das finanziell überlegen. Aber mit 1.100, wo wir jeden Cent, den wir verdienen, ja auch noch durch 5 oder 6 teilen, weil wir in einem Team sind, ist Okay. das alles ein bisschen, bringt nicht viel ein. Und Okay, ja, da muss man dann leider noch was Richtiges das machen. erklärt's ja. Mit seinem Nee, Leben. aber studieren macht ja jetzt auch nicht irgendwie Geld. Nee, bringt leider nicht so richtig viel Geld. Hin und wieder mal einen Job irgendwie oder mal im Institut mitarbeiten oder so für ein halbes Jahr, aber jetzt nicht so richtig. Oder mal ein Praktikum bezahlt ist, das habe ich jetzt auch schon ein, zwei Mal gemacht. Aber sonst so. Ich muss sagen, ich habe auch vorher gearbeitet, so für John Deere, falls du das kennst, so Nee, sagt mir nichts. Traktoren-Scheiß. Traktoren. Ja, John Cool. Deere, Traktoren, klar. Ja, ich komme nicht so vom Land, ich weiß das nicht. Und dann kam halt Kind und kam sonst was. Und seitdem versuche ich irgendwie eine bezahlte Ausbildung zu bekommen. Ja. Und die sagen halt die ganze Zeit, nö. So, ist auch spitze. Weil, Ich ja, dachte immer, so gut wie wir jeder wollen lieber, dass du Ausbildung für 3,50 € arbeitest, statt dir eine Ausbildung zu bezahlen. Sehr Ja. spitze. Also ich hatte immer das Gefühl, dass irgendwie sehr viele Ausbildungen bezahlt sind, aber ich höre jetzt in letzter Zeit häufiger, dass da die Leute echt Probleme haben, was zu Ja, finden. also ich habe es auch gedacht, aber war halt nicht der Fall. Und tut mir leid, dass ich dich die ganze Zeit hier abknall, aber wenn deine Ja, mach Bomber da ruhig. halt so rumstehen. Ja, mach doch. Wenn es dir Spaß macht. Na, du bist der Einzige, den ich sehe, den Pinken sehe ich halt nicht, ey. Schau mal zu deinem Commander. Ich würde sagen, der ist gleich down. Oh. Oh nein. Ja. Oh, tut mir leid. Wo auf dem anderen Planeten? Ja. Wo geht Overcharge nochmal? Mit dem. Achso, willst du dich selbst in die Luft sprengen oder willst du feuern? Nö, ich will auf den anderen pinken Commander schießen. Naja, mit Der geht dem auf. gelben Alternative Fire, wenn du den Commander ausgewählt hast, rechts in der Mitte. Altfire? Altfire, genau. Ach Ah, krass, was ist das? Wie macht perfekt. man das? Das ist so eine Uber-Kanone, die ist dann so die starke Waffe. Die hatte auch schon in Total Annihilation der Commander. So eine Oh, etwas wie schieße ich die stärkere. ab? Wie schieße ich die ab? Oh Na, mein mit Gott! Alternative Fire, rechts in der Leiste, wenn du den Sag's Commander ihm wählst. nicht, Das ich mach gelbe. ihn gleich platt. Macht euch doch ruhig gegenseitig platt. Ist doch schön. Freut sich der Dritte. Ach Oh, der komm. ist er tot. Ach Wahnsinn. Da ist er tot. Als wenn ich das Nein. gewusst hätte. Ach verdammt. Ach nein, das ist aber nicht schön. Jetzt ist er tot. Ach Mann. Oh, ich weine gleich. Das Dann Schöne ist, weiß jetzt ich. kannst du zugucken, wie wir uns Ja. gegenseitig umbringen. Ja. Ja, Ist doch ganz auch toll. was. Ich bin auch schon fast tot, also weh, du kommst hierher, wo ich bin. Wehe, du willst mir drohen, ne? Okay. Nein, ich drohe niemanden. Ich komme aus Ostdeutschland, ich drohe niemanden. Ich komme aus Ostdeutschland und ich drohe gerne Leuten. Also ich weiß gar nicht, was du hast. Was? Kommst du auch so aus Deutschland? Ja, sicher. Wo Woher soll ich denn? sonst herkommen? Aus Berlin. Ich bin in Berlin geboren, Ja, Ostdeutscher. Berlin ist ja nicht Ostdeutschland, Ja, ey. natürlich. Ach, Wahnsinn. Na. Also wenn man Ich das habe mal das von der. 20 Was? Jahre, 20 Jahre lang versucht, Leuten zu erklären, dass Berlin Ostdeutschland ist. Und sie haben es nicht geglaubt. Gehe ich jetzt davon aus, dass Berlin nicht Ostdeutschland ist? Ja, also ich gehe davon aus, dass das so ist. Okay. In meiner Geburtsurkunde steht DDR. Ich finde das okay. Ich Echt? finde, das ist Beweis genug. Hattest du auch noch so blaues Halstuch zur Ach Einschulung? Quatsch, ich bin noch nicht so alt. Ich Ach so, echt stimmt, so alt bin noch bist du erst ja Ende der nicht mehr. 80er geboren, da Ja. konnte mir das nicht mehr widerfahren. Oh, sei froh. Ach Wahnsinn, Weil das ist mal. ich war letztens erst da in Berlin. Okay, wo warst du denn da? Friedrichshain. Ah, schön. Also östlich von mir. Ich wohne in Kreuzberg. Ah, du wohnst. Oh. Ja, Xburg.
Genau das. Im Nobelviertel. Naja, Nobel ist Kreuzberg nur nicht ganz. Da gibt es noblere Nee, Sachen. aber es ist schon krass. Ich meine, ich komme aus La. Oh, scheiße, so viele Fighter. Da ist nichts zu machen, da. Also, wenn man das mal aus der Spectator-Sicht sieht, Wahnsinn. Ja, Also echt. der wird übelst viel haben und ich nicht, ne? Nein, nein, ich meine jetzt grundsätzlich, also wie meine Taktik eigentlich nachbefolgt wurde sozusagen, weil ich habe geschaut, dass ich auf diesen kleinen Mond komme und sofort eine orbitale Abschussrampe, also so ein Abschießer da baue. Aber wenn man jetzt aus der Spectator-Sicht sieht, was da so überall alles ist, das ist halt schon interessant. Ja, klar, dass es dann die großen Erkenntnisse kommen dann. Ja. So, ich habe jetzt hier mal ein bisschen was, bisschen eine Fabrik kaputt bekommen, na immerhin. So, wo ist denn jetzt der Björn? Das dauert mir hier zu lange alles. Find den nicht. Aber ich habe auch ehrlich gesagt noch nicht gesucht. Der Björn ist in Karlsruhe. Ach so. Ja, nee, bis Karlsruhe laufe ich jetzt nicht hier mit meinen Robotern. Das kannst du Nee, vergessen. aber ich bin letztens, wie gesagt, was ich gerade erzählen wollte, nach Ja. Berlin gefahren, so mit Flixbus-Scheißdreck. War nur 12 Stunden. Oh, Ach, fair. guck Tschüss. mal, wer der ist. 4%. Bitte 4%. Tschüss. Du warst so abgelenkt von deiner Geschichte. Ja, erzähl, was war da los? Schönes Spiel. Ja, Ja, war doch wirklich. nett, war doch nett. War doch gar nicht so schlimm, wie ihr gedacht habt. Ich fand, das war Nee. sehr unterhaltsam. Ja. Hatte auch mal 2, 3 Minuten lang ein bisschen zu rudern, aber natürlich nett, dass ihr euch gegenseitig umgebracht habt. Also. Kein Ja, Problem. war sehr höflich von Ich uns, guck ja. mir mal nochmal an, wo ihr euch bekämpft habt. Warte mal, wo ist das in der Chronocam hier? 5 Minuten zurück. Ah, hier ist die große Schlacht. Ich lasse das mal laufen und Björn, du erzählst noch deine Geschichte zu Ende, beziehungsweise deine Reisegeschichte. Björn? Ja, Hallo? also ich bin halt stundenlang Richtung Berlin gefahren mit dem Bus. Und weil es Richtung Silvester war, waren Ja. halt keine Busse mehr übrig, wo du Platz hast oder so. Sondern halt Reisebusse, die gedacht sind für vielleicht 50 Kilometer Fahrten. Oh Gott. Und mit so einem Bus fast 10 Stunden lang zu fahren, war sehr unangenehm. Das glaube ich. Aber ich hatte ein sehr schönes Silvester in Berlin, muss ich sagen. Das ist doch super. Ja, in Berlin kann man Es schön Silvester feiern. Oh, da kam die gab auch U-Bahn-Kenne. brennende Mülltonnen. Das war Ja, echt spitze. wunderbar. Ach, das machen wir gerne hier. Ja. Wir zünden auch gerne Autos an, also. Ja, das habe ich alles mitbekommen, weil bei uns so. Ja, wir haben in Dann. Schöneberg gefeiert, in einer Gegend, wo praktisch nur Migranten und so wohnen. Das war super. Also es war einfach extrem partymäßig auf der Straße. Überall standen Türken rum und so. Es war klasse. Hat Spaß gemacht. War wirklich schön. Nee, war wirklich super mit den Leuten. Die wissen halt, wie man feiert. So, jetzt haben wir nochmal die andere Commander-Explosion hier im Hintergrund gesehen, wie Kev gestorben ist. Auch sehr Ja, schön das habe ich auch anzusehen. gerade gesehen. Sehr nett. Vor allen Dingen die 2 Minuten davor, die ihr einfach nur ganz stumpf aufeinander geschossen habt mit den Commandos. Ah, das ist Unterhaltungsgold, Entertainment-Gold. Wunderbar. Ja, wenn ich das noch gewusst hätte mit dieser. Uber-Kennen. Ach, ja, dann. Sehr schön, Leute. Dann hätte er mich gekillt, ja, Sehr darf schön. ich schon Ja, sagen. wahrscheinlich hätte es geklappt. Ja, gut, war schön. Schön. Ich hoffe, wir spielen demnächst mal wieder miteinander. Dann Gerne, lernt ihr noch gerne. mehr und werdet noch toller. Und irgendwann seid ihr im Platin-Rank und seid besser als ich. So sehe ich das. So ist das Klar. nämlich immer. Die ziehen immer alle an mir vorbei. So, total schlimm. Gut, bis zum nächsten Mal, Leute, ne? Macht's gut. Tschüss. Tschüss.